Hallo, ich bin Anna, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin 18 Jahre alt und bin jetzt seit mittlerweile 2 Monaten und einer Woche weltweit in Tansania, Dar es Salaam. Falls ihr erstmal mehr dazu, also zu mir, erfahren wollt, dann verlinke ich euch hier in der Info mein allererstes Video, in dem ich mich vorstelle. In diesem Video geht es um meine Haare. Und zwar war in dem letzten Video hatte ich Braids und jetzt habe ich wieder normale Haare. Und warum habe ich es aufgemacht so schnell? Das erfahrt ihr jetzt. Also, beim Reinmachen der Braids hat das gar nicht so doll wehgetan. Es ging. Ab und zu mal hat das schon sehr geziebt, wenn die das eng gemacht hat, weil das ja an der Kopfhaut gemacht wurde. An einigen Strähnen hat das gar nicht wehgetan. Dann wiederum halt wieder wehgetan. Also es war total irgendwie, aber es war auf jeden Fall aushaltbar. Ja, dann hat am Anfang ein bisschen wehgetan, wenn man zum Beispiel einen Zopf machen wollte. Also es ging gar nicht. Die erste Nacht, die war auch richtig schlimm, bis ich diese, also das habe ich ja schon in dem letzten Video gesagt. Das letzte Video verlinke ich euch in der Infobox, falls ihr mehr dazu erfahren wollt. Und das noch nicht gesehen habt, dann empfehle ich euch das auf jeden Fall. Da habe ich ja schon so ein bisschen gesagt, wie man damit schläft am besten und so weiter. Und ja, am nächsten Tag, dann ging das eigentlich auch wieder. Also ich konnte mir einen Zopf machen, die Schmerzen waren irgendwie weg. Also es war schon schwer, aber das war kein Schmerz mehr. Dann am Samstag ging es auch total klar. Am Freitag waren wir auf dieser Halloween-Party. Ja, da hat das so ein bisschen, ja wahrscheinlich durchs Tanzen oder sowas, hat das die ganze Zeit gezogen daran und meine Haarwurzeln wurden empfindlicher. Am Samstag war es, wie gesagt, eigentlich okay noch vom Schmerz. Es hat einfach nur genervt, weil es übertrieben warm war am Samstag. Dann am Samstagabend, als ich nach Hause kam, habe ich schon gemerkt, irgendwie so, ja, irgendwie sind meine Haarwurzeln so ein bisschen angerötet. So. Also irgendwie sieht das nicht so gesund aus. Ja, dann habe ich mir nichts dabei gedacht. Dachte so, ja, vielleicht kommt das jetzt durch die Sonne, habe Sonnenbrand oder was weiß ich. Habe dann mich schlafen gelegt und ja, dann sind wir am Sonntag in die Kirche gegangen mit unserer Mentorin und da hat das richtig angefangen. Als ich in der Kirche saß, tat das so weh, ich dachte, ich reiße mir die gleich aus. Dann hat Annike zu mir gesagt, ja irgendwie hast du so Ausschlag, also kein Ausschlag, aber es war richtig rot. Und ich hatte so zum Teil so, als ob meine Haare als ob meine Haare an den Haarwurzeln rausgerissen wurden. Dann habe ich Angst bekommen und dann, als wir nach Hause kamen am Sonntag nach der Kirche, habe ich mir die direkt abgemacht. Und das war so ein befreiendes Gefühl. Das war nicht mehr normal. Also das war wirklich richtig, richtig anstrengend, diese Braids drinne zu haben. Und ich habe so einen Respekt an die Leute, die das hier 2 Monate lang durchhalten. Also wirklich. Ich habe so einen krassen Respekt davor. Vorher habe ich mir das gar nicht erst irgendwie, gar nicht wirklich überlegt, was für ein Umstand das ist oder was weiß ich. Ich habe halt nur an das Aussehen gedacht, aber das ist so eine Quälerei gewesen. Wirklich, also Hut ab an die Leute, die das länger durchhalten. Und als ich mir die rausgemacht habe, hier seht ihr übrigens ein Bild von mir, als ich die raus hatte und ja, so sah dann dieser Haarberg aus von Annike und mir, von den Extensions. Ja, als ich die dann raus hatte, dann war es einfach so eine Erleichterung, aber ja, meine Kopfhaut juckt immer noch. Also jetzt ist Mittwoch und ich habe die jetzt seit 3 Tagen nicht mehr drin und meine Kopfhaut juckt immer noch. Ich hatte am Sonntag, am Montag und am Dienstag, also gestern noch, richtig Haarausfall. Also an den Haarwurzeln sind meine Haare rausgegangen. Also das war echt keine schöne Erfahrung. Und gestern habe ich mit jemandem vom Roten Kreuz geredet. Sie macht sich öfter mal Braids, also eigentlich läuft sie immer mit Braids rum. Und sie meinte zu mir, dass es da halt verschiedene Friseure gibt, die
die das mal besser, mal weniger besser machen. Und ja, sie meinte, wir sollen mal einen anderen Friseur ausprobieren. Also, ob ich die Braids nochmal machen werde? Wahrscheinlich. Irgendwann werde ich es nochmal ausprobieren, aber im Laufe des Jahres. Also auf jeden Fall noch nicht in kurzer Zeit. Ich brauche erstmal ein bisschen Ruhe. Das war echt einfach nur anstrengend. Es war gut, mal die Erfahrung gemacht zu haben, weil ich jetzt mehr nachvollziehen kann, was die sich hier eigentlich so alles antun, um ja, mit den Haaren quasi klarzukommen. Darüber hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Ja, die sind es halt wie gesagt gewohnt. Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das ist echt heftig gewesen. Das war es auch schon mit dem Video. Ich weiß, kurzes Video, aber informativ. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es so ist. Und abonniert mich, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, auch zu den Braids oder zu anderen Themen meinetwegen, schreibt mir das in die Kommentare. Ich beantworte gerne Fragen. Ich bin jetzt, morgen fahren wir nach Lesotho. Also es kommt ein Video über Lesotho auf jeden Fall nächste Woche raus. Freut euch darauf. Ich freue mich darauf, das Video zu filmen, und ich freue mich natürlich auch auf Lesotho. In der Infobox, wie immer, verlinke ich euch noch meinen Instagram-Account, falls ihr noch mehr von mir sehen wollt. Ansonsten danke ich euch nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!